So. Meine Galine. Ist sie nicht wunderschön? Besser. Da ich gerade dabei war zu filmen und also meine Nagellack-Kollektion zu filmen und das Licht im Moment ganz gut ist und da hat gerade vorhin ein junges Mädchen Prospekte bei uns vor die Tür gelegt und jetzt kommt da irgend so ein Kerl und nimmt sich da so ein Prospekt weg. Dreist. Egal. Also, weil ich gerade dabei war, meine Nagellack-Kollektion zu filmen oder den ersten Teil davon zu filmen und das Licht ist im Moment ganz gut und die Sonne scheint nicht, scheint mir nicht ins Gesicht und so. Und deswegen habe ich gedacht, filme ich Teil 2. Das wird hoffentlich ein relativ kurzes Video. Und Teil 2, ich habe meine Nagellacke übrigens alle in so Boxen. Und das sind jetzt alles so meine Effektlacke, meine Topcoats und so. Aber ich habe gedacht, das lässt sich eigentlich relativ schnell abfilmen. Zumindest hoffe ich das. Und fangen wir mal damit an. Als erstes haben wir den Nail Art Stampy Polish von Essence in Stamp Me Black. Ich bin so ein Opfer, ich muss immer alles kaufen, was andere Leute auch haben. Und dann denke ich immer so, yay, ich probiere das alles aus und so. Das habe ich noch nie, das habe ich einmal ausprobiert. Daraufhin habe ich mir dann auch den Lack in Weiß und in Silber gekauft. Ich hänge also mit diesen drei Lacken hier rum. Ich habe auch diverse Schablonen von Essence und so gekauft. Ich mache das nie, weil das hat bei mir beim ersten Mal nicht so funktioniert. Und dann wollte ich das dann nicht mehr und dann war mir das zu viel Arbeit und dann fand ich das so blöd. Und ja, ich weiß auch nicht. Wenn jemand daran interessiert ist, die drei Stamping-Lacke und die Schablonen zu erwerben oder so, sagt Bescheid. Bescheid? Bescheid. Dann habe ich von P2 den Crackling Topcoat in 010 Black Explosion. Die crackeln auch wirklich gut. Das ist wirklich eine gute Qualität für günstiges Geld. Da kann man nichts sagen. Dann habe ich den... Also das ist jetzt erstmal alles P2, die Crackling-Lacke. Da heißt übrigens auch 010. Cool. Das ist die 010 Violet Fusion. Das ist das, wenn man in so einem Mehrfamilienhaus wohnt und dann so die Leute so, ich habe mein Fenster auf. Leute, das Wetter so wieder relativ schön ist. Und dann mache ich immer mein Fenster auf und wenn die mich dann so reden hören, glaube ich, halten die mich alle für bekloppt. Jedenfalls die Nummer 010 Violet Fusion. Das ist ein sehr schöner lila Ton mit sehr viel Goldglitzer. Na, dann haben wir die Nummer 30 Red Volcano. Das ist nach demselben Prinzip wie Violet Fusion. Das ist ein dunkles Rot. Auch mit Goldglitzer. Dann habe ich die 020 Silver Blast. Die habe ich also alles schon mehrfach verwendet. Die sind wirklich super. Die decken auch, also wenn man die dann aufgetragen hat und die crackeln, das deckt auch schön. Finde ich super. Dann die Nummer 030 Golden Rush. Der ist ein bisschen schierer als die anderen. Den kann man aber schön über helle Lacke tragen. Also das finde ich sehr, sehr schön. Und dann die Nummer 20, Blue Thunder. Huch, da schmeiße ich ihn gleich weg. So, dann habe ich von Essence auch einen Crackling Top Coat in der Nummer 03, Crack Me Blue. Das ist ein sehr, sehr schönes dunkles Blau. Ich mag das allerdings nicht, wie diese PVD Essence-Lacke crackeln, weil die crackeln meistens in geraden Linien
den Nagel runter und ich finde das nicht schön. Also das sieht sehr seltsam aus. Da muss man schon eine sehr, sehr dicke Schicht auftragen, damit das auch mal anders crackelt. Also nicht nur längs, sondern auch mal quer crackelt. Aber die Farbe ist sehr schön. Dann, ach, ich bleib mal in meinen Crackling-Lacken. Dann habe ich, hatte ich ja letztens erst in einem Haul-Video von China Glaze, den lilanen Fold Line. Den habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Genauso wie den weißen in der Farbe Lightning Bolt. Den habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert. Welche ich allerdings schon ausprobiert habe, ist die Nummer, ist Crushed Candy. Und der sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Den hatte ich über so einem dunkel-lilanen von China Glaze. Der deckt also wirklich auch super. Der war sehr, sehr schön. Und welchen ich auch schon ausprobiert habe, ist der pinke Broken Hearted. Die habe ich von Shining Cosmetics. Die sind im Moment reduziert. Ich kann euch den Shop gerne mal in der Infobox verlinken. So, das waren, glaube ich, alle Crackle-Lacke. Dann habe ich von Essence diesen Special Effect Topper, die Nummer 04 Mystic Mermaid. Das ist auch so ein Pseudo-Holo-Dings. Aber der ist sehr, sehr schön. Also der glitzert in der Sonne wirklich sehr, sehr schön. Nein. Dann habe ich hier so einen ganz blöden, normalen Glitzer-Topcoat einfach von Essence. Der glitzert so ein bisschen weißlich halt. Aber der ist auch sehr schön. Wenn man so einen langweiligen Nagellack hat oder so, macht man den da drüber. Sieht super aus. Dann habe ich von Essence den 08 Night in Vegas. Und das ist ja dieser mit diesen Flakies. Den habe ich über einem, ich glaube, es war über einem roten Lack getragen. Er sah so geil aus, Leute. Also den hatte ich ja in dieser LE nicht gekauft. Und dann habe ich mich so geärgert, dass ich den nicht gekauft habe. Und jetzt ist er ja beim Standardsortiment und der ist wirklich, das sieht wirklich, wirklich super schön aus. Dann ein weiterer Nail Art Essence Special Effect Topper. Die Nummer 02 Circus Confetti. Ich liebe diesen Lack. Über schwarz und über weiß sieht das so geil aus, weil da wirklich alle Farben drin sind in verschiedenen Größen. Also Glitzer in allen Farben und Größen. Wenn es nicht so ein Schmerz wäre, den abzulackieren. Aber das ist ja bei jedem Glitzerlack so, aber es ist furchtbar, den abzulackieren, aber er sieht so schön aus. Aber davon am besten noch immer zwei Schichten. Einmal so mit einer Schicht hat man dann so drei Glitzerpömpel da auf dem Nagel, sieht auch nicht so doll aus. Aber naja. Dann habe ich so diverse nicht kolorierte Topcoats. Und zwar habe ich einmal hier den Matte Topcoat von Catrice. Der mattiert auch sehr schön. Ich mag das. Ich mache das ab und zu ganz gerne. Ich fand das früher total furchtbar. In der Zwischenzeit finde ich das aber ganz schön. Wenn man, ich habe zum Beispiel diesen oder den roten, den ich getragen habe, mit diesem Essence Topcoat, habe ich dann einen Tag glänzend getragen und einen Tag matt getragen. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich trage meine Nagellacke meistens nur so 2-3 Tage, weil ich habe einfach so viele und ich habe noch ungefähr, ich weiß nicht, 25, 30 Stück, die ich noch gar nicht getragen habe, die ich jetzt so nach und nach im Moment so durchtrage, dass ich sie wenigstens einmal getragen habe. Und deswegen, also ich trage die dann meistens, also wenn ich dann Bock auf matt habe, dann trage ich den einen Tag glänzend und einen Tag matt. Dann habe ich so einen Unterlack, den ich mir mal gekauft hätte, weil ich ganz, ganz lange Gelnägel hatte. Dann habe ich mir diesen P2 Total Repair regeneriert nach Gel- und Kunstfingernägeln. Fand ich jetzt nicht. Also meine Nägel waren, haben sich nicht irgendwie megamäßig verbessert oder so. Aber naja. Weil ich auf matten Topcoat stehe, habe ich auch den von Essence gekauft. Ich finde aber den von Essence einen kleinen Ticken besser als den von Catrice, muss ich sagen. Das Ding ist aber, die bleiben sowieso nicht so lange matt. Also wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich den Tag trage und dann mir die Hände eincreme oder dann, dann
wird der Nagel sehr schnell wieder ein bisschen glänzend. Dann ist dieser matte Effekt einfach weg. Aber naja, es macht ja nichts. Dann habe ich noch einen Unterlack von P2, den Hyperallergen Quick Dry Base Coat. Den habe ich jetzt noch nicht so oft verwendet, weil ich den anderen erst hatte, aber ist halt ein Base Coat, ne? Dann habe ich die Essence Nail Art Express Dry Drops. Die fand ich ja mal... Also ich finde, erstens machen sie nicht so viel und zweitens hat man danach so voll den schmierigen Film. Und das finde ich ein bisschen unangenehm, weil das, wenn ich das auf den Nagel mache, geht das in die Nagelhaut und dann läuft das hier den ganzen Nagel runter und dann hat man das überall und das ist total unangenehm, dann irgendwas anzufassen. Dann habe ich jetzt im Moment den P2 Calcium Gel Base Coat. Stärkt und regeneriert die Nägel, macht er auch nicht wirklich, aber es ist halt ein Base Coat und ich versuche ihn leer zu machen. Und dann habe ich übrigens, wie ihr seht, auch nicht so ganz dolle viel benutzt. Das ist ein Cuticle Gel mit Honig und Propolis, weil ich das oft habe, dass meine Nagelhaut hier an den Seiten sehr trocken ist. Ich bin aber allerdings zu faul, das jeden Tag zu machen. Aber es riecht sehr lecker, wenn man das aufträgt auf die Finger. Es riecht sehr, sehr gut, das muss ich sagen. Und das Letzte, was meine Effekt-Topcoat-Dingsbums-Kollektion angeht, mein absoluter Liebling, der Sèche Vite. Ja, ich habe jetzt auch schon öfters gehört, dass da nicht so tolle Sachen drin sind, aber es ist mir egal, weil ich rauche sowieso und an irgendwas muss man ja sterben, nicht wahr? Und der trocknet den Nagellack wie, ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich trage meinen Nagellack auf, ich trage auch 2-3 Schichten auf. Es ist nicht so, dass ich nur eine Schicht auftrage oder so. Ich trage wirklich 2-3 Schichten Nagellack auf und dann mache ich den da drüber 5 Minuten. Kann ich damit ins Bett gehen. Nach 10 Minuten weiß ich, es ist ausgehärtet und das ist der absolute Wahnsinn. Also von daher ist mir das im Moment relativ egal, ob da jetzt nicht so die besten, ne, dass da weiß ich nicht, was drin ist. Immer wenn ich auf der Straße an den Autos vorbeilaufe, dann atme ich auch genug Gifte ein. Also von daher, naja. So, das war... Ich habe so ein bisschen Rückenschmerzen, verzeiht mir, dass ich so rumhampel. Das war der Teil meiner Kollektion, die Topcoats und diverse Basecoats und so ein Schwachsinn. Und, das Video ist doch länger geworden, als ich gedacht habe. Es tut mir leid, dafür sind das gar nicht so viele Nagellacke eigentlich, aber ich rede zu viel. Anyway. So, das war also wie gesagt Teil 2. Ich wiederhole mich gerade. Egal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.